Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Wir sind den Techtelmechtelspuren des Elefantens auf der Spur. Aha. Oh. Aha. Aha. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr weitergehen? Das verstehe ich nicht. Eben konnte ich noch auf die Kreuzung gehen. Und da hatten wir ja auch wieder Spuren. Ach, da sind auch welche. Ah, okay. Hier geht's also doch weiter. Da kann man wieder runter. Dann ging es da weiter. Da ist ein Schnabeltier. Da hat dann hat er hingepinkelt oder was? Die bewegen sich nicht. Warum nicht? Was will das Spiel gerade von mir? Ich kann wieder auch nicht zurück. Hä? Kann ich ins Inventar? Nee. Ach, da hinten. Ah, okay. Hebel. Aha. Oh, un meuble secrète. Ein geheimer Hebel. Holde Narren und Marhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Da-da-dum. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Dödödöm? Hä? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir! Wow! Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra! So, erstmal möchte ich mich aber jetzt... Da ist ein Tunnel, da ist ein Porzellanelch. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Porzellanrufus! Hey, wie cool ist das denn? Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, da können wir rein. Porzellanschnabeltier. Voll bescheuert. Voll cool. Noch nicht. Noch nicht. Ich und... Goldig. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten... Okay. Und wenn... Habe ich hier noch die Scherbe? Kann ich damit immer noch Spuren sichtbar machen? Ne, okay, dann gehen wir erstmal da rein. Also los, ich gehe hier lang. Mac Chronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Ach, wir können jetzt nicht... Bereit, Mac? Ich schon. Aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Okay, er will erst die Waffe haben. Okay, eine Waffe will er haben. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja.
Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Bleib bitte in der Nähe, okay? Okay, was hast du zu sagen, McChronicle? Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantomelefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt der Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantomelefant. Okay, dann können wir also nur wieder gehen. Aha, okay. Was haben wir da? Haben wir nix? So, wir müssen jetzt erstmal irgendwie wieder gucken, dass wir die Kartoffel und so alles kriegen, oder? Oder ist die jetzt kalt vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Au, die Schuhe, nee. Ich muss sie... Okay, wir müssen sie wieder abkühlen. Hat sie was Neues Lotto, zu erzählen? Was halt? Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Hab ich gesagt. Im Gegenteil. Genau. Du nass. Oh, es ist, wenn du... Es ist weg. Ja, also... Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, das magst du. Aber leg der... vielleicht dieses hier. Okay, da haben wir wieder den Bügel. Fällt. Du hast schon gut... Aber das klappt ja wahrscheinlich immer noch nicht, da wir ja einen besseren Rasierer haben. Gut so. Ich leid. Was? Fällt. Okay. Ich finde. Was? Ich meine. Tüdel. Tüdelü. So, jetzt ist die Frage. Toni hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. Die müssen irgendwie wieder an das Dings kommen. Diese Flanze werfen. Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz. Wieso? Das habe ich ja. Dieses Schild ist ich will. Dö-dö-dö-dö-dö. Kriegen wir das denn dazu? Höha, damit könnte ich ein prima Blasrohr basteln. Ach was. Wenn ich ausreichend Zeit und Ruhe hätte und endlich das Gefühl in meine Fingerkuppen zurückkäme, vielleicht hätte ich doch nicht mitten in einem Knallgasschlot einschlafen sollen. What? Kann ich das vielleicht dem Grillmann geben? Nun, es erinnert mich schon an ein Hochpräzisionsblasrohr, wie man es zur Kleinwildjagd benutzt. Und Elefanten. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten oder Ratten. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Blasrohr, Pfeil, Bienen. Ist notiert. Und jetzt lass mal nachschauen, was du mir da gebracht hast. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Aber so eines würde ich nur einem befreundeten Großwildjäger geben. Ah, ich krieg's aber wieder, okay. Okay, wir brauchen also noch Bienen. Wir haben das und Bienen. Und wir müssen immer noch Großwildjäger sein. Dazu brauchen wir bestimmt den Honig von den Bienen. Aber wie kommen wir an den Honig von den Bienen? Das ist immer noch die große Frage. Aber wir können ja nochmal, genau, wir können ja nochmal in Bernards Hütte. Das ist ja neu. Da können wir uns ja auch mal umschauen. Da waren wir noch gar nicht drin. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders.
Okay. Was haben wir denn hier? Ein Tank. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Tuh, wenn's sein muss. Ich will eigentlich auch nur den Hahn an sich haben. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Was? Obstinat. Rakete. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Jetzt vielleicht? Okay. Sehr gut. Toni. Ach, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Das heißt, Moment mal. Das kann ich ja. Rufus 1, Schicksal 0. Du, Toni? Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Die Gesellschaft ist schuld. Das ist alles McChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist McChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Es war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? Den rosa Elefanten gibt es wirklich. Rufus? Ich sehe, du bemühst dich um Versöhnung. Aber diese Elefantengeschichte würde ich trotzdem für mich behalten. Du machst es nur schlimmer. Das mag für Laien so aussehen. In Wahrheit nehme ich Anlauf. Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auch direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Was? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das Sie mit dir gemein haben. Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, red einfach weiter. Heißt das, du kommst nicht mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel.
Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Okay. Ja, dann gucken wir Bernhard an und sprechen dann nochmal mit ihm. Das Temperament hat Toni offensichtlich von der Mutter geerbt. Ich hoffe, der Rest kommt von Bernhard. Ausgenommen Ohren, Zahnstellung und die Neigung zum frühzeitigen Haarverlust. Da wäre es günstig, wenn noch eine dritte Partie im Spiel wäre. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Okay, mit dem können wir sicher reden. Wir haben eine Rakete. Briefkast, was ist denn aus... Ich hoffe, die... Ich sollte bei Gelegenheiten... Bei Gelegenheit mal selber nachsehen. Damit bräuchte ich ewig, um das Schwarzpulver rauszuprökeln. Ich brauche etwas Schärferes. Scharfe Scherbe. Jetzt haben wir Schwarzpulver. Ich hoffe, dass ich nicht schon wieder einen Espresso brauen muss. Das war letztes Mal ganz schön ermüdend. Aber doch nicht mit Schwarzpulver. Okay, was machen wir jetzt mit Schwarzpulver? Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas, ich wollte Glas sagen. Das hier muss ich sein Feuerwerk erst noch verdienen. Sowas mache ich nicht mehr, auch wenn es mein Nasenhaarproblem gelöst hat. Okay, können wir denn vielleicht was von dem Zeug... Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach war fürchterlich. Okay. Sonst haben wir hier nichts. Bernhard, Hahn, Tank. Den Hahn brauchen wir irgendwie. Irgendwie müssen wir an den Hahn rankommen. Und wir haben jetzt... Schwarzpulver. Was mache ich denn mit Schwarzpulver? Das geht das nicht, ne? Ja. Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh, dass ich das bemerkt hätte, wenn der Elefant durch mein Inventar gelaufen wäre. Sonst haben wir hier auch nichts, was wir hier machen können. Schwarzpulver. Was mache ich denn mit Schwarzpulver? Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das lässt. Oder schwer zu sagen an einem Tag wie heute. Seil. Kann immer noch das Seil irgendwo dran machen, aber ich weiß immer noch nicht, wo dran. Hier hat sich auch nichts geändert. Hier haben wir eine Ofen- und Ofentür. Das hilft uns bedingt weiter. Achso, da komme ich jetzt nicht hin. Deshalb kann man da von zwei Seiten hin. Verstehe. Schwarzpulver. Wir kriegen auch nicht mehr die Kartoffeln. Wir müssen irgendwie noch an die Kartoffeln kommen. Beziehungsweise an die eine Kartoffel. Dazu brauchen wir Eis, dazu brauchen wir den Dings, dazu brauchen wir den Gewinn aus dem Bums. Aber ich glaube, das ist jetzt vorbei. Kann ich hier vielleicht was rausschöpfen? Alles auf Rot. Aber auch du unten klingt wie man. Kein Schwarzpulver hier rein. Tun? Dafür brauche ich. Und. Dafür brauche und. Ich dachte, du könntest vielleicht das als Imkerhut nehmen. Kann ich vielleicht aufspießen damit? Es stimmt wohl. Wenn dir das. Könntest du auch damit aufspießen? Früh, ich glaube. Können wir ihm vielleicht eine Scherbe geben zum Rasieren? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie reizbar ist Toni heute? Wieso? Nur so. Okay. Lust auf eine Runde Darts? Ich passe. Mich kriegen da heute keine 10 Pferde mehr rein. Das kann ich verstehen. Wieso? Hast du auch nichts Passendes anzuziehen?
Nennt mich einen Macho. Aber sich gegenseitig mit Waffen und Explosivstoffen die Rübe wegzuballern, ist nach wie vor Männersache. Frauen fehlt dafür einfach die richtige Denke. Tja. Ich brauche keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Doch, du triffst ja nicht mehr. Dieses Schild ist ich will verfolgen. Für irgendwas brauchen wir dieses Schild. Ich bin mir fast ganz sicher. Aber ich weiß noch nicht wofür. Okay, das werden wir in der nächsten Folge vielleicht herausfinden. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Deponia Doomsday. Macht's gut. Tschüsschen.